Und ich sage vielen Dank an die Tagesschau. Eine große Diva der Popkultur wird 75. Wir feiern Sie hier, Grace Jones, hier bei uns gleich in der Sendung. Schön, dass Sie bei uns sind und damit herzlich willkommen zu Brisant. Ja, das Wort Vatertag ruft bei Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten nicht gerade Freudentänze hervor, kann man sagen. Denn wenn abertausende Männer ausgelassen feiern, sind die Helfer bundesweit in erhöhter Alarmbereitschaft. Denn bedingt durch Alkohol und Leichtsinn kommt es zur Himmelfahrt erfahrungsgemäß zu Unfällen, Bränden und auch Randale. Auch in diesem Jahr war es nicht anders. Ja, und unsere Online-Kollegen haben übrigens zusammengetragen, wie man sich im Wald richtig verhält, was die Waldbrandstufen bedeuten und welche Strafen drohen, wenn man einen Brand verursacht. Finden Sie alles bei uns auf brisant.de im Netz. Jetzt zu einem tragischen Unfall im Emsland. Dort ist am späten Mittwochabend ein 42-jähriger Mann in einer Rechtskurve von der Straße abgekommen. Möglicherweise, weil er zu schnell unterwegs war. Das vermuten zumindest Polizei und Feuerwehr. Ja, und der Mann war nicht allein im Wagen. Neben ihm saß sein Sohn. Für beide kam jede Hilfe zu spät. Eine Feuershow. Wenn man das hört, dann wissen viele, es wird ein Abend der heißen Angelegenheit und man schaut auch gern hin. Aber diese Feuershow mit brennenden Drinks in einem Club in Würzburg endete dramatisch und lebensbedrohlich für einen Mann. Ja, was gerade in den Hochwassergebieten Norditaliens passiert, beschreiben Bürgermeister aus der Region schlichtweg als das Ende der Welt. Der Blick von oben auf eine Stadt in der Region Emilia-Romagna. Ja, Wasser, wohin man schaut. Tatsächlich haben die Extremregenfälle dutzende Flüsse wieder zu reißenden Strömen gemacht, viele Todesopfer auch gefordert. Und Infrastruktur in vielen Kommunen, die gibt es einfach nicht mehr. Tausende Menschen haben ihr Hab und Gut verloren. Viele sind mit den Nerven wirklich am Ende. Und die schlechte Nachricht, es soll erst mal weiter regnen. Und jetzt haben wir noch was fürs Auge, die Titanic. Täuschend echt nämlich, denn dieses 3D-Modell haben Forscher jetzt erstellt. Wir arbeiten, 4-Tage-Woche, Work-Life-Balance, Fachkräftemangel oder hybrides Arbeiten sind Schlagwörter, die deutlich machen, dass sich unsere Arbeitswelt in großen Veränderungen befindet. In Metropolen wie New York stark angesagt, auch gerade Start-up-Unternehmen stehen für flache Hierarchien sozusagen, hippe Büroräume und auch Spaß bei der Arbeit. Doch die Realität sieht häufig ganz anders aus. Wie? Wollten wir wissen. Ja, und wie die sogenannte New Work-Philosophie eigentlich funktionieren sollte und wer die Idee dazu entwickelt hat, erfahren Sie auf brisant.de bei uns im Netz. Eine angebliche Paparazzi-Verfolgungsjagd, ein Avantgarde-Star, der kein Alter kennt, und eine Schauspiel-Ikone, die in Cannes überrascht wurde. All das und mehr jetzt in Brisant Prominenz. Genau, heute vor 5 Jahren gaben sich Harry und Meghan das Ja-Wort. Damals noch ziemlich royal, wie wir alle wissen. Doch das war dann Geschichte schnell. Tja, ob die beiden heute ausgehen, ist die große Frage. Denn nach der angeblichen Verfolgungsjagd von Paparazzi nach einem Event am Dienstagabend werden sie vielleicht einfach mal zu Hause bleiben. Denn immer mehr Fragen ploppen auch zu dieser Verfolgungsjagd in New York auf. Wie auch immer, es ist wohl ein Fluch, wo die beiden auftauchen, bleiben nämlich häufig kontroverse Schlagzeilen. Ja, und wir bleiben bei Ikonen, Bond Girl, New Yorks Königin der Nacht, erotische Provokation, so einige Genres bedient Grace Jones ohne Zweifel. Ja, was man festhalten kann, sie ist ein Gesamtkunstwerk in der Tat, das man besser auch nicht ärgern sollte. Grace Jones hat nämlich auch ausgeteilt, wie mal ein Talkshow-Moderator schmerzvoll auch erfahren musste. Fotografen wie Andy Warhol und Helmut Newton waren von ihrer besonderen Ausstrahlung sehr begeistert und heute wird Grace Jones 75 und wir gratulieren natürlich. Absolut. Und wir steuern ja so Richtung Wochenende. Das Wetter soll traumhaft werden. Und mit diesen chilligen Klängen hier will ich so langsam das Wochenende für Sie einläuten. Das ist übrigens Jason Mraz. Dieser Song veränderte auch sein Leben. Schlagartig wurde er berühmt. Aber was viele vielleicht nicht wissen, der Sänger taucht seine Hände gern auch mal in die Erde. Warum? Erzählt er.
Ist ja mal was. Einen Charakter zu vertreten ist mein Job. Verwechsle mich nicht mit dem Kerl, der auf dem Bildschirm erscheint. Worte von Harrison Ford, einem Star, der zu den wirklich erfolgreichsten weltweit gehört. Jäger des verlorenen Schatzes, Indiana Jones, Star Wars. Ja, in der Tat, da war so einiges dabei, einiges Großes. Und in Cannes bei den Filmfestspielen wollte Harrison Ford eigentlich nur seinen aktuellen Film vorstellen. Doch dann gab es obendrauf auch noch eine überraschende Ehrung. Der Reihe nach. Ein sehr emotionaler Harrison Ford. Und auch morgen schauen wir zu den Filmfestspielen nach Cannes. Morgen geht es schon 17.10 Uhr bei uns los. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie wieder mit dabei sind. Ihnen bis dahin noch einen wunderbaren Abend. Machen Sie es gut. Bis morgen. Ciao.